Ihr auch hier? Hm. Na, das ist aber ein Zufall. Ja. In diesem Sinne heiße ich die wenigen, die dran geblieben sind, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Play Tales of Zestiria. Alicia's Story, oh yeah. Wir sind doch alle total gespannt, wie es weitergeht, oh yeah. Ja. Ich habe nur versucht, mich ein bisschen zu hypen. Und vielleicht auch euch. Nachdem die letzten Male einfach so viel Spannung und Spaß und Spielfreude drin steckten, stelle ich mir einfach vor, dass uns diesmal ein noch viel gewaltigerer Erguss erwartet. So. Aber genug des Anteasens. Wir befinden uns immer noch in den Stolatbergen. Und natürlich suggerieren uns die drei Fragezeichen dort oben links auf der Karte, dass wir dort eventuell hin müssen. So. Oh mein Gott! Eine bronzene Kiste! Öffnen wir sie! Geerdete Schuhe! Wie toll ist das denn? Was sagst denn du dazu, Rose? Ich verstehe. Wir haben letztes Mal diese tolle Prüfung hier gemacht. Das war extrem spektakulär und, nein, das war scheiße. So, wie komme ich denn jetzt am besten dahin? Da! Dieses Vieh habe ich beim letzten Mal... Jetzt ist es wieder weg! Irgendwie ist das hier ein bisschen verbuggt im DLC mit den Gegnern, kann das sein? Das Vieh haben wir doch letztes Mal auch von oben gesehen, den Baumstamm, und dann war er plötzlich weg. Naja, wenn es nach mir geht... Ich nix... Nein! Nein! Ich nix kämpfen möchte! So. Ich persönlich erhoffe mir ja von diesem Part, dass wir Rage-technisch noch eins draufsetzen können. Oh, geil, ein Beutetrank. Jawohl, da vorne ist einer von diesen Drecksvögeln. Das heißt, kämpfen incoming. Können wir ihn natzen? Wie lange können wir ihn natzen? Nein! Damn! Oh, geil, wir dürfen kämpfen! Hey! Cool! Ich habe vergessen, Layla zu heilen. Oh, ist das schön. Ich habe das richtig vermisst. Das macht aber Spaß. Guck mal hier, ein Hiebstoß. Krasse Scheiße. Oh, ich habe keine SK mehr. Oh, das ist aber doof. Egal. Man kann ja einfach abwehren und dann hat man ganz schnell wieder welche. Guck mal. Wir machen so viel Schaden und wir treffen so toll. Bam. Guck mal hier. Wir drehen uns im Kreis und schon sind fast alle tot. Schön vorwärts. Na komm. Ich sehe nichts. Das ging doch schneller als gedacht. Ist das nicht toll? Das hätte man sich auch sparen können. Da unten ein Speicherpunkt und hier ein Speicherpunkt. Und ein Skit. Mir auch nicht. Oh mein Gott, nein. I feel a sense of guile and slyness, almost like a presence watching us. Oh mein Gott. Went in ahead of us. Let's go. Ja. All right. Don't worry. I'm taking you to. Aber erst unterhalten wir uns noch 10 Minuten. Okay. Das ging schneller als erwartet und in meinem Hausflur labert wieder irgendein Spacko und geht mir auf die Nerven. Ich möchte manchmal gerne rausrennen mit einem Messer und auf ihn einstechen. Kennt ihr das? Mal gucken, was der hier uns zu verkaufen hat. Es wird sowieso mal Sinn machen, ein paar Tränke des Lebens zu kaufen. Boah, Alter, ich komme immer noch nicht drüber hinweg, wie viel die hier für ein Elixier verlangen. Und im Verkauf kriegt man dafür 7000. Das ist ja lächerlich. Ja. Kaufen wir alles. So, was habt ihr denn noch Tolles? Ein Duplemar. Boah, Alter, wie teuer das ist, ne?
Den verkaufen sie sogar ganze dreimal. Ja, kaufen wir den jetzt auch dreimal oder nicht? Iwoisnit. Macht das Sinn? Natürlich macht Sinn. Wir haben das Geld, Alter. Den Style und das Geld, Bitches. Gut, dann fusionieren wir den Dreck jetzt auch mal, würde ich sagen. Einmal, zweimal, dreimal. So, und wenn das Ding jetzt nicht besser ist als das, was wir ausgerüstet haben, dann Rage. Es ist besser. Auf 6 würde es hochgehen. Ich check gerade nur was. Hier auch noch ein. Dann hätten wir, warte mal, doch, dann hätten wir 7. 7. Da auch noch einer. Dann hätten wir 8. Dann hätten wir 9. Klein, das muss ich jetzt kurz testen. Moment. Moment. Ich muss was testen. Auf 6 hoch. Hier war doch auch noch was. Wie? Ach so, ja toll. Und ich dachte... Das ist doch scheiße. Auf 7, ja, nee, das bringt's auch nicht. Alter, wie... Es gibt eine Trophäe dafür, dass man hier die SA unten rechts auf 9 bringen muss. Wie soll es funktionieren? Naja, ist mir auch scheißegal. Scheiß auf die Trophies. Niemand braucht diesen Kack. Hier geht's wieder runter, interessiert mich nicht. Das legen wir an. Haben wir noch irgendwas Besseres? Irgendwelche besseren Stiefel vielleicht? Die sind besser. Besseren Titel? Nö. Gut. Ja, dann gehen wir mal in die scheiß Ruine hier rein. Wie groß? Naja gut, der erste Raum beeindruckt mich nicht. Ach, warte mal, ich wollte ja einen heiligen Trank kaufen, weil ich cool bin. I totally forgot that. Gib mir mal einen heiligen Trank, bitte. Oder gib mir am besten 15. Man kann nie genug davon haben. Skit? Nein. Ach, hier laufen die Golems rum. Also auch noch Gegner, die ich eh schon kenne. Die komischen Viecher hier, die kenne ich auch schon. Hä? Für silberne Schatztruhen. Okay, und für bestimmte Türen. Also wird er in diesem Sinne für eine Tür gebraucht. Nö, wir wollen nicht kämpfen. Ich mache das jetzt ganz lame. Wenn ihr euch beschweren wollt, tut's in den Comments. Mir ist das egal. Ich will nicht kämpfen. Kein Bock. Es reicht, wenn wir gegen den Boss hier kämpfen. Wir sind Level 100, wir sind geil. Wir brauchen das nicht. Wir haben das nicht nötig, wir sind viel zu geil. Die Musik ist irgendwie voll unpassend. Wird dem Soundtrack des Hauptspiels nicht gerecht. Den ich immer wieder nur lobend erwähnen kann, weil er einfach grandios ist. Viel zu entdecken hier. Oh, 3 Kisten aufgereiht. Was finden wir hier Tolles? Gegen Galt habe ich nie was einzu... Okay, jetzt finden wir die ganzen Schlüssel nochmal schön. Duplemar, nochmal. Könnten wir nochmal fusionieren. Nice. Was ist hier? Boss? Ne, wahrscheinlich erstreckt sich jetzt hier das richtige Dungeon. Und ihr werdet euch wahrscheinlich darüber kaputt lachen, wie lame das ist, dass ich hier einfach jetzt mit dem heiligen Trank durchlaufe. Aber das ist mir sogar ziemlich egal. Ich bin arrogant und so, ne? Nee, ernsthaft. Ja, weiß ich nicht. Die Kämpfe sind nichts Besonderes, finde ich. Schon gar nicht mit dieser Gruppe. Ah, jetzt erstreckt sich das richtige Dungeon. So. Wir gucken uns mal um. Ein paar Kisten öffnen. Vielleicht finden wir ja irgendwelche coolen Sachen. Jetzt dürfen sich auch ruhig mal Goldtruhen zeigen. Band des Kosmos. Arcana Trank. Da kommen wir nicht durch. Let's go back. So, wir können jetzt nach rechts. Wir können aber auch geradeaus.
Ich glaube, wir müssen erst links. Also von müssen kann nicht die Rede sein. Müssen tun wir nämlich gar nichts. Ich glaube halt nur, dass wir hier sowieso nicht weiterkommen gleich. Wir gehen jetzt erstmal hier links und dann wieder rechts und machen mal hier die Türe up. Hier ist einfach mal gar nichts, außer ein bisschen, ja, zertrümmerte Felsen. Scheiße. Da hinten das gleiche. Oder? Wow. Das ist ja toll. Hier ist einfach nichts. Spektakulär. Ich finde die Musik immer noch überhaupt nicht passend. Ne, wir können hier einfach gar nicht interagieren an der Tür. Also, na, da sind Felsen, da können wir nicht lang. Also müssen wir jetzt zurück und in die andere Richtung gehen. Das tun wir. Ich glaube, den heiligen Trank hätte ich mir sogar sparen können, weil hier laufen, glaube ich, nur langsame Gegner rum. Keine nervigen Beaming-Bitches. So, wie können wir hier? Können wir hier was machen? Wahrscheinlich von der anderen Seite. Abkürzung oder so. Geradeaus würde ich behaupten, kommen wir eh nicht durch. Wahrscheinlich wird uns dann gesagt, halt, stopp. Doch, geht. Das ist erstaunlich. Moment. Hallo, geh doch mal schneller auf. Danke. Können wir denn jetzt dann auch direkt dann in den nächsten Raum, oder kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. What a pain. Mango-Sorbet. Hier ist nur eine Kiste. Wieder Band des Kosmos. Habt ihr euch denn mal die Trophy-Liste angeguckt von Tales of Systeria? Ich finde, da ist teilweise echt extrem nerviger Shit bei. Es ist irgendwie schade, dass die Trophys immer stärker auf, ja, in die Länge ziehen ausgelegt sind. Immer mehr Farmen, immer mehr, keine Ahnung, total unspektakuläre Dinge tun. Es ist doch keine Herausforderung, irgendwie so und so viel Gold zu erfarmen, um so einen Herrscher des Landes hochzuleveln. Oder Gold zu farmen, weil man Waffen miteinander fusionieren muss, das, was irgendwann teuer wird, weil man ja eine Waffe plus 99 braucht für eine Trophy. Ach, ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Die Trophys, die ich ganz cool finde bei Tales of Systeria, sind die, wo man bestimmte storyrelevante Bosse auf schwer legen muss oder sogar dann später auf Chaos. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, ohne Items einzusetzen und im ersten Versuch und so weiter. Wobei erster Versuch relativ ist. Eigentlich zählt das so oft als erster Versuch, so oft ihr den Spielstand ladet. Ihr dürft halt nicht nochmal klicken, wenn ihr den Kampf verloren habt. Das ist auch schon alles. Sonst wäre es noch schwerer gewesen. Das sind Trophys, die Herausforderungen sind. Aber dieses ganze Farming-Zeug, viele werden mir jetzt wahrscheinlich nicht zustimmen. Viele werden sagen, aber geduldig sein und viel Zeit investieren, das ist auch Skill. Und das benötigt auch viel Können und so. Finde ich irgendwie nicht. Finde ich persönlich nicht. Ich halte da nicht so viel von. Ich habe auch von den Tales of Spielen bisher nur eine Platin-Trophy geholt. Und das ist die Xillia. Die war auch sehr human mit 80 Stunden. Man konnte im ersten Durchgang fast schon alles machen. Im zweiten hat man dann halt, wenn man es verkackt hat, alle Nebenquests nochmal gemacht. Und man musste halt Milas Story durchspielen. Ich habe ja, oder halt Jude's. Ich habe ja mit Jude angefangen und dann die von Mila gemacht. Das konnte man ja auch alles skippen. Das ging sehr schnell. Zumal man im Great Shop auch sein Level übernehmen konnte, wenn man wollte. Das war wirklich sehr human. Man musste ja bis Level, ich glaube, alle auf Level 200 bringen oder so, alle Charaktere. Das hat ein bisschen gedauert, das war auch Farming-Shit. Oder die ganzen Fähigkeiten so und so oft einsetzen. Aber ich weiß nicht, das ging noch. Aber man kann darüber streiten, über diese Trophies. Ich persönlich war eher ein Anhänger davon, Spiele einfach so durchzuzocken und alles rauszuholen, ohne dass man irgendwie so ein, ne, weiß ich nicht, sowas wie eine Trophy dafür kriegt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich finde das nicht so wichtig. Da wird man dann einfach irgendwie Opfer von so einem Bewertungssystem. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ob man da jetzt dann wirklich sagen kann, oh, guck mal hier, ich habe so viele Platin-Trophies und du nicht.
Du bist ein schlechter Zocker, du bist ein schlechter Mensch. Wie gesagt, früher auf dem Super Nintendo, auf dem N64 oder auf der PS2, PS1, was auch immer, da hat man die Spiele durchgezockt oder komplett alles rausgeholt, wenn man Bock hatte, wirklich. Heutzutage spielen viele Leute das nur noch auf komplett durch, weil sie dann sagen können, hey, ich hab's auf Platin, ich bin cool. Deswegen, ich bin nicht so ein großer Fan insgesamt von diesem Bewertungssystem. Wenn sich's wenigstens dauerhaft so darstellen würde, dass es nur auf Herausforderungen ausgelegt ist, okay, aber vieles, wie gesagt, läuft nur darauf hinaus, dass du dich 3000 Stunden durch ein Spiel quälen musst, weil du irgendeinen Farming-Scheiß machen musst. Ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt oder nicht. Mich würde es halt interessieren, wie ihr das seht. Wir gehen erstmal links, oder? Ich glaube, geradeaus dürfen wir sowieso nicht gehen. Die Ruinen hier sind eigentlich auch so ziemlich kopiert von irgendeiner anderen Ruine. Man hat sich im DLC nicht viel Mühe gegeben. Es haben ja nur ein paar Leute in Japan rumgeheult, weil man ja Tales of Systeria dort angeblich sehr stark mit diesem netten Mädel hier, mit Alicia, beworben hat und sie dann nicht so ein großer Teil vom Hauptspiel war. Mir war das ehrlich gesagt egal, weil Alicia wurde durch Rose ersetzt, die hier jetzt auch mit uns rumläuft. Und die ist einfach, die hat einfach 5 Millionen Mal mehr Charakter als Alicia. Sieht auch geiler aus, ja. Die macht einfach viel mehr her, deswegen war mir das scheißegal. Dann hier so einen lieblosen DLC hinzuklatschen mit nervigen Konversationen. Naja. Bis jetzt gefällt er mir ja ganz gut. Zwinker, zwinker. Aber ich finde das entspannt, dass ich jetzt hier einfach mal durchlaufen kann und ein bisschen quatschen kann und ja, mal ein paar Themen behandeln kann, ohne dass ich alle 2 Sekunden von irgendwelchen Gegnern niedergerannt werde. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das ist einfach auch so eine Sache, wenn du das Hauptspiel über 50 Stunden gespielt hast und da habe ich nie mit heiligen Tränken herumhantiert, nie, dann bist du einfach irgendwann auch satt, was das ganze Zeug hier betrifft. Dann willst du die Bosskämpfe machen, du willst weiterkommen und gut ist. Und wie gesagt, ich glaube halt auch nicht, dass der DLC jetzt noch irgendwas total Besonderes bereithalten wird. Da gehe ich einfach nicht mehr von aus. Das ist mir auch verhältnismäßig egal. Ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal verdeutlicht. Was ist jetzt hier noch? Ist denn da hinten noch was? Ne, hier können wir, glaube ich, nur die Tür öffnen, damit wir dann leichter da durchlaufen können. Mehr wird das nicht sein. Zu mehr ist das nicht gut. So, dreh bitte um. Ich finde ihre Laufanimation echt mies. Das kann ich voll nicht ernst nehmen. So, wir gehen jetzt erst einmal um die Kurve, um rauszufinden, dass da nichts ist. Mhm. Dann gehen wir natürlich hier lang. Also hier müsste jetzt schon noch mindestens eine Kiste kommen. Wenn man jetzt wieder so viele Abzweigungen macht, wo einfach nichts zu finden ist, fühle ich mich verarscht. Das würde dem DLC dann allerdings in seiner Gesamtheit gerecht werden. Adamantindolch, okay. Ich verstehe auch nicht, wieso man hier nicht die Fähigkeit von Edna einfach einsetzen kann, dass man die zertrümmert. Ich meine, ich kann die Fähigkeiten eh gerade alle nicht einsetzen. Aber auch im Hauptspiel konnte man bei diesen zerbröckelten Dingern niemals die Fähigkeit einsetzen. Das hat irgendwie auch keinen Sinn ergeben. Habe ich sonst noch was zu meckern? Ja, bestimmt fällt mir noch was ein. Nee, wie gesagt, das Hauptspiel hat mir ja größtenteils gut gefallen, bis auf ein paar Kritikpunkte, die ich in meinem Review, wie gesagt, auch größtenteils genannt habe. Aber ich denke, ich würde mir halt auch irgendwann den Soundtrack kaufen, weil der verdient es einfach. Der ist einfach... Warte mal, war ich jetzt da unten schon? Ja, oder? Boah, jetzt bin ich verwirrt, ey. Ich werde alt. Den Soundtrack möchte ich mir wirklich irgendwann kaufen. Ich war hier schon. Jetzt, na egal, wir haben Zeit. Ja, ich sehe die Kiste, die ist offen. Ich bin auch sowas von dumm. Den Soundtrack möchte ich mir wirklich kaufen. Der ist einfach Hammer. Ich kann es nur nochmal betonen. Hier jetzt der Soundtrack gefällt mir nicht so toll, weil er passt einfach irgendwie nicht. Und das trifft auf das Hauptspiel überhaupt nicht zu. Da hat es an jeder Ecke und Kante gepasst, wirklich. Jedes Mal habe ich mir gedacht, boah, wie geil, was für eine tolle Atmosphäre einfach der Soundtrack dem Spiel schon verleiht und wie gut es zu jeder Situation gepasst hat.
Das kann ich jetzt für dieses Dungeon nicht wirklich behaupten. So, was kommt jetzt? Geht's noch länger weiter jetzt? Da sind noch Kisten links und rechts. Fußlosring. Und nochmal. Schön. Haben wir wieder was zum Fusionieren. Und dann schauen wir uns mal weiter um. Oh, das sieht so aus, als wenn da jetzt... Ja. Geradeaus ist, denke ich mal, der Boss. Aber da können wir wahrscheinlich noch nicht rein. Und ich werde da jetzt auch nicht auf Teufel komm raus sofort reinlaufen, sondern wir umkreisen das Ganze jetzt nochmal eben und gucken, ob wir noch ein paar Kisten abgreifen können. Da vorne ist auch noch ein Shop zu finden. Das wundert mich jetzt. Wahrscheinlich kommt dann nur eine Sequenz in der Mitte. Es kann eigentlich da noch nicht zum Kampf kommen, weil danach kommt noch ein Shop nach diesem Raum. Kann ja gut sein, dass uns hier dann vielleicht schon der letzte Kampf des DLCs bevorsteht. Sollte dem so sein, werde ich den jetzt auch beenden, den DLC, und hier jetzt nicht nach 30 Minuten aufhören. Du hast keinen Schlüssel für diese Tür, das ist schön. Obwohl ich einen goldenen vorhin gefunden habe. Just saying. Guck, ob er mich noch hier reinlässt oder ob ich jetzt direkt... Ne, ich trigger noch nichts. Aber hier ist so oder so nichts. Das hat den Entwicklern scheinbar gefallen, im DLC einfach nur ein paar Trollräume einzubauen, wo nichts... Oh. Ja, dann machen wir die mal eben fertig. Wie stark seid ihr? Level 80. Drache und Apard. 37.000. Du hast 38.000. Ich habe sowieso keinen Einfluss darauf, auf die Schwäche. Ich müsste vielleicht mit Rose mal spielen. Vielleicht mache ich das gleich auch, dann kann ich nämlich amortisieren. Vorwärts stürmen. Wir sind ja schließlich... Guck mal, wie viel Schaden ich mache. Das waren jetzt bestimmt schon 30.000 insgesamt. Das suggeriert einem zumindest die Anzeige. Deswegen kann ich nur wieder betonen, ich finde die Anzeige total irreführend. Ich kann mit der Anzeige in diesem Tales of einfach nichts anfangen. Aber ich denke mal, den Kampf werden wir mit Leichtigkeit gewinnen. Oh, obwohl, ich habe schon wieder vergessen, alle zu heilen. Scheiße. Macht mal Fokusangriffe, ist glaube ich besser. Rose, du kannst auch amortisieren, das ist dir klar, ne? Rose, du kannst amortisieren, dann ist Edna geheilt. Ah ne, ich erzähle Blödsinn. Ja, komm, Alter, nö, das sehe ich jetzt gar nicht ein. Wir heilen jetzt nochmal alle. Dich holen wir jetzt zurück und dann laufe ich kurz und dann holen wir die andere auch noch zurück. Das ist mir doch so scheißegal. Bam. Abwehr priorisieren. Oh shit. Oh shit. Wie, ich bin schon tot. Ach, lutsch mir doch den Sack, ey. Die Schlange müsste auch gleich tot sein. Also die eine von beiden. Haha. Mein Gott, dauert das lange. Helft mir mal hier mit dem. Mach den doch jetzt mal tot. Ja, deine Spears are gonna break. I don't care. Layla ist schon wieder tot. Ich weiß nicht wieso. Und es ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal. Ich will einfach nur gewinnen. So, jetzt ist nur noch eine Schlange übrig. Wozu denn Layla heilen, wenn die sowieso wieder so schnell verreckt? Na, ich kann doch. Warum mache ich so wenig Schaden? Ach, ja. Hallo!
Ich hab abgewehrt, aber erzähl's deiner Mutter. Boah, ich werde gleich definitiv Road steuern. Dann kann ich amortisieren und dann könnt ihr mich mal... Ich weiß da wenigstens mit umzugehen. Nicht so wieder die dumme KI. Ich heile mich mal eben. Könnt ihr mal mithelfen anzugreifen? Mensch, Rose, amortisier doch, Alter. Merkst du nicht, dass es gerade so nicht funktioniert? Müssen wir jetzt erst wieder alle verrecken? Muss die KP auch bloß im Auge behalten. Kein Bock jetzt hier ein böses Erwachen zu haben. Aber Layla heile ich nicht mehr, nö. Einfach aus Protest. Alter, du hast doch gar keine KP mehr, Mensch. Ich verstehe es einfach nicht. Diese merkwürdige Schadens- und KP-Anzeige, ne? Kann man sich eigentlich komplett sparen. Man kann sich da doch sowieso nicht dran orientieren. Kann mir das wirklich irgendjemand plausibel erklären, was jetzt hier genau bedeutet, wie viel Schaden ich wann mache? Oh, die sind jetzt beide tot. Ich heile mich mal wieder. Ist mir sowas von... Wainsen! Jetzt tötet sie doch endlich, Mann! Ich bin schon wieder tot! Meine Fresse nochmal! Es kann doch langsam nicht mehr wahr sein! Endlich! Schnauze halten! Ah, wir haben gewonnen! Lol, wo kommt er denn her? Caught up to you all. So, what's the deal? I mean, both with you ladies and these ruins. How about yourself? Did you find any clues as to how to seal this place back up? You can put the prettiest of lids on a trash can. It's still gonna stink. Let me guess. Your roundabout way of saying that quelling the Hellions here is our first priority, while we let Nevo keep working on the seal. And you? What's got you ladies all antsy? We think there might be someone focusing malevolence on this area. That would be a concern, wouldn't it? Think they're after Sarai? Actually, they may be aiming for us. I feel as though we've been observed our whole way here. So, they're Hellions who appreciate beauty after all. Now, what's gotten into you two? Nothing. We're fine. Yes. We're going to stop this malevolence from reaching Sarai. That's all. Right now, that's all that matters. Looks like they'll need to come up with their answers themselves. If we could journey with them longer, we might be able to offer our perspectives, but... there's a limit on what we can do. Well, it's not like we're out of time, right? Precisely. Thanks, Abid. We appreciate the concern. Boy, they really are in a state. Okay, das hätten wir. Ich habe mich wieder wie der letzte Noob angestellt in dem Kampf. Das weiß ich übrigens selber. Keine Sorge. Ja. Ach Quatsch. Gehen wir jetzt noch mal eben zu dem Shop. Was haben wir hier? Zwei Kisten. Nice. Oder sind es mehr? Nö. Adamantin-Montur nochmal. Schön. Aber ich glaube irgendwie, mein Ziel ist es, dieses Let's Play noch unerträglicher zu machen. Noch mehr jammern, noch mehr meckern und ja... Ich finde das, da mache ich mich bisher ganz gut drin. So, da ist noch eine goldene Kiste. Violetter Kristallschlüssel, das wird wahrscheinlich für die eine Tür sein. Was hast du so Schönes? Schauen wir mal, ob er irgendwas Tolles am Start hat. Nix, was ich nicht schon hätte. Aber wir haben jetzt Saved am Start.
Das heißt für mich, dass ich jetzt auch definitiv gleich Rose spielen möchte. Wir hatten doch noch eine Tür, die wir nicht öffnen konnten, die ganz rechts, ne? Allerdings ist meine Hoffnung, dass jetzt hier auch ein Speicherpunkt... Ja, perfekt. Perfekt, just in time. Sehr schön. Genau zur rechten Zeit erreichen wir den Speicherpunkt. Also schaffen wir es leider doch nicht zu Ende. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel noch folgt. Deswegen nach der obligatorischen halben Stunde sage ich jetzt hier erstmal auf Wiederschauen. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder sehr viel Spaß bereitet, euch von meiner Rage Tirade berieseln zu lassen. Hat das jetzt Sinn ergeben, was ich gesagt habe? Wie auch immer. Ich habe wieder viel Bullshit von mir gegeben. Ich habe wieder meinen Skill unter Beweis gestellt in dem kleinen Bossfight, den wir eben hatten. Geraged habe ich, gejammert habe ich. Im Prinzip kann ich überall wieder ein Häkchen drunter setzen. Bucketlist, alles vollständig abgeschlossen. Wieder für Part 5 von Alishas Story. Naja, ich denke irgendwie oder habe so im Urin, dass wir beim nächsten Part aufs Finale zusteuern. Vielleicht wird das so sein, das werden wir dann sehen. Das dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Und natürlich habt ihr nach diesem Part auch das dringende Bedürfnis, ein Abo dazulassen und ganz viele positive Kommentare zu schreiben unter das Video. Ich bin mir sicher, dass dem so sein wird. Könnt mir gar nichts anderes vorstellen. Dementsprechend erwarte ich, dass ich am Ende diesen Videos mindestens 5000 Abonnenten habe. Erklärt sich natürlich von selbst, ne? Ist doch klar. Wer Qualität abliefert, verdient halt den Fame. Gut, ich versuche dann jetzt gleich mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Nee, keine Ahnung. Ich hasse diesen DLC immer noch. Ich werde ihn aber, wie gesagt, abschließen und dann am Ende auch eine wunderbare Meinung dazu abgeben. Verpasst das nicht, wenn es im nächsten Teil vielleicht heißt, wir beenden diesen beschissenen DLC. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich nun wirklich und halt endlich die Schnauze. Macht's gut oder macht's besser. Wir sehen uns vielleicht.